Gestern war endlich der Tag der Tage, wahrscheinlich das spannendste, seitdem Sam Bankman-Fried Millionen von Kunden das Geld aus der Tasche gezogen hat, und zwar die lang erwartete Verhaftung von Sam Bankman-Fried. Viele haben ja befürchtet, dass Sam irgendwie doch noch davon kommt, weil er ja politisch sehr involviert war, weil jetzt extrem lange nichts passiert ist, und auch wenn wir gestern noch nicht viele Infos hatten, heute ist klar, dieser Mann bekommt, was er verdient hat. Willkommen zurück bei Think It Crypto, mein Name ist Sami und im heutigen Video schauen wir uns daher einerseits an, was Sam Bankman-Fried überhaupt jetzt für Anklagepunkte erhalten hat, was Sam Bankman-Fried noch versucht hat, um sich da irgendwie rauszumogeln. Heute gibt es aber auch noch wieder ein kurzes Update zu Binance, wir haben News zu Algorand und vieles mehr. Für alle, die möglicherweise noch nach einer neuen, einfach zu bedienenden, günstigen und vor allem super sicheren Kryptobörse suchen, aktuell gibt es immer noch für alle Signups bei Bitvavo, eine Exchange, die all diese Kriterien erfüllt, 30 Euro gratis, ein T-Shirt von Bitvavo und noch die Chance, etwas zu gewinnen. Ist eine limitierte Aktion, alle Infos dazu auch nochmal in meiner Beschreibung, und dann würde ich aber sagen, wünsche ich euch jetzt viel Spaß beim heutigen Video. Zunächst für Bitcoin endlich mal wieder etwas Bewegung. Jetzt nicht die krasseste Tageskerze, aber zumindest haben wir gestern wieder die 18.000 Dollar Marke angetestet. Aktuell zwar wieder etwas darunter, aber ja, trotzdem mehr Action, als wir die letzten paar Tage hatten. Der Grund dafür, die neuen US-Inflationsdaten. Wie das US Bureau of Labor Statistics berichtet, liegt der CPI-Druck für November jetzt bei 7,1%. Das ist 0,6% niedriger als im Oktober und 0,2% niedriger als erwartet. Daher logischerweise etwas Aufwärtsbewegung für den Aktienmarkt und damit auch für Bitcoin, Ethereum und auch einige Altcoins. So wie es aussieht, scheinen die Maßnahmen der Fed sehr gut zu funktionieren, obwohl jetzt mittlerweile auch schon wieder viele, viele Leute darüber reden, dass die Fed übertrieben hat und wir daher 2023 in eine sehr, sehr starke Rezession rutschen. Ich hoffe mal, dass das nicht passiert, aber bevor wir jetzt schon direkt gleich auf Sam Bankman-Fried schauen, kam jetzt auch noch die News, dass die relativ große Krypto-Mining-Firma Argo Blockchain in Schwierigkeiten steckt. In einer Ankündigung vom 12. Dezember, also vor zwei Tagen, gab Argo nämlich bekannt, dass das Unternehmen Gefahr laufe, innerhalb eines Monats kein Geld mehr zu haben, um den Betrieb fortzusetzen. Es befinde sich daher in Anführungsstrichen, fortgeschrittenen Verhandlungen, um bestimmte Vermögenswerte zu verkaufen. Das Mining-Unternehmen hat zwar noch keine Insolvenz in den USA angemeldet, aber sowohl der Handel an der Londoner Börse als auch an der Nasdaq wurden aufgrund der finanziellen Situation des Unternehmens bereits am 9. Dezember ausgesetzt. Für einer der führenden Mining-Entitäten in unserer Branche auf jeden Fall kein so gutes Zeichen. So, und dann, ich weiß, dass viele aktuell beim ganzen Thema Sam Bankman-Fried-Verhaftung mit einem sehr, sehr großen Grinsen da sitzen. Mir ist aber vor allem auch nochmal gestern in den Kommentaren aufgefallen, wie groß der Hass gegen Sam Bankman-Fried eigentlich ist. Jetzt ich persönlich hatte keine Assets auf FTX zum Glück und habe deswegen auch nichts verloren, weshalb ich vielleicht nicht ganz so gut mitfühlen kann wie manch anderer, aber zum Beispiel einfach der meistgelikte Kommentar von gestern war lebenslang Haft und Hände ab. Andere wollten, dass er seine Hände noch behält, um, Zitat, im Gefängnis schwere Steine schleppen zu können, aber in allen Fällen werden euch damit auch die neuesten Entwicklungen beim ganzen Thema Sam Bankman-Fried Verhaftung gefallen. Der US-Staatsanwalt für den Southern District of New York, Damian Williams, gab heute nämlich einige Einblicke in die Anklagepunkte, die gegen Sam Bankman-Fried erhoben wurden. Und bevor wir uns diese anschauen, allgemein sagte er, Zitat, es ist fair zu sagen, dass dies einer der größten Finanzbetrügereien in der amerikanischen Geschichte ist. Denn die Anklage gegen Sam Bankman-Fried enthält 8 Fälle von Finanz- und Wahlbetrug. Nicht 2, nicht 3, nicht 5, auch nicht 7, 8 verschiedene Anklagepunkte. Wir haben unter anderem Wire Fraud, also Überweisungsbetrug, wir haben Warenbetrug, wir haben Wertpapierbetrug, Geldwäsche und auch Verstöße gegen die Wahlkampffinanzierung. Die Staatsanwälte wollten ihn also wirklich ranbekommen, und nicht nur sagte Damian Williams, Zitat, an jedem Tag des vergangenen Monats haben die engagierten Staatsanwälte dieses Büros und auch unsere Partner vom FBI, der SEC und CFTC rund um die Uhr daran gearbeitet, herauszufinden, was passiert ist, um den Prozess der Suche nach Gerechtigkeit einzuleiten. Die CFTC hat jetzt auch separat eine eigene Klage erhoben, dass Sam Bankman-Fried, FTX und Alameda Research gegen das amerikanische Handelsrecht verstoßen haben, und natürlich hat auch die SEC und Gary Gensler das Blut gerochen und ebenso eine eigene Anklage gegen Bankman-Fried wegen Verstoßes gegen die Betrugsbekämpfungsbestimmungen des Security Acts von 1933 und des Security Exchange Acts von 1934 erhoben. Nach Wochen der Vorbereitung und Planung kam jetzt also irgendwie alles auf einmal, und es scheint so, als hätten die Behörden auch genug Beweise gesammelt, um jetzt richtig gegen Sam vorzugehen. Laut lokalen Quellen beantragten die Anwälte von Sam Bankman-Fried
Street gestern vor dem Amtsgericht der Bahamas auch noch eine Kaution, also dass sie eine Sicherheitsleistung zahlen, sodass Sam Bankman-Fried bis zur Hauptverhandlung noch auf freien Füßen bleiben kann und nicht in Untersuchungshaft muss. Aber dieser Antrag wurde abgelehnt und Sam Bankman-Fried wird angeblich bis zum 8. Februar 2023 im Justizministerium der Bahamas in Haft bleiben. Was mich auch noch echt überrascht hat, ist die Aussage, die Sam Bankman-Fried vor dem Kongress machen wollte. Es kam ja jetzt nicht dazu, weil Sam Bankman-Fried verhaftet wurde, aber es gab ein Transkript seiner Ausgabe, die angeblich Forbes vorliegt, also was er sagen wollte. Und ja, im Prinzip beschuldigt Sam Bankman-Fried hier einfach den jetzigen CEO von FTX, seinen eigenen Rechtsbeistand, seine Anwaltskanzlei, die er selbst beauftragt hat und auch noch den CEO von Binance, also CZ, ohne ein einziges Mal irgendeinen eigenen Fehler selbst einzugestehen. Und ich frage mich, wie vernebelt muss man sein, um erstmal überhaupt einen Multimilliarden-Dollar-Scam durchzuführen, dann aber auf Social Media zu gehen und sich zu entschuldigen und sagen, dass er selbst Scheiße gebaut hat, um dann beim Kongress den Unschuldigen zu spielen. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, auf welchen Drogen ihr glaubt, er hier die letzten Tage oder Wochen war und wahrscheinlich auch noch ist. Naja, genug zum Thema FTX für heute. Bevor es am Ende aber nochmal kurz um Binance geht, gibt es heute auch noch eine sehr interessante Algorand-News. Algorand wurde nämlich jetzt offiziell vom italienischen Staat als öffentliche Blockchain ausgewählt, um in Anführungsstrichen eine innovative digitale Garantieplattform zu unterstützen, die auf den italienischen Banken und Versicherungsmärkten eingesetzt werden soll. Diese von Algorand unterstützte Plattform soll Anfang 2023 eingeführt werden und laut der Ankündigung ist dies das erste Mal, dass ein EU-Mitgliedstaat die Blockchain-Technologie für Banken und Versicherungsgarantien einsetzt. Ich bin auf jeden Fall mal gespannt, was uns hier alles in Zukunft noch so erwarten wird. So, und dann, passiert aktuell ein Bankrun auf Binance oder nicht? Laut The Daily HODL haben wir 3,6 Milliarden Dollar an Nettoabhebungen in den letzten 7 Tagen. Laut Cointelegraph 500 Millionen pro Tag, laut Decrypt 3 Milliarden in den letzten 24 Stunden und laut Reuters 1,9 Milliarden in den letzten 24 Stunden. Wer hat recht und wie schlimm ist das alles wirklich? Also laut Nansen waren es tatsächlich 3,6 Milliarden Dollar in den letzten 7 Tagen, aber wie man hier sieht, standen fast 9 Milliarden Dollar an Outflows immer noch über 5 Milliarden Dollar an Inflows gegenüber. Es gibt also immer noch eine Menge Leute, die auf Binance einzahlen. Was CZ hierzu schrieb war, Zitat, wir haben heute einige Abhebungen gesehen, in Klammern netto 1,14 Milliarden US-Dollar. Wir haben das schon mal gesehen. An manchen Tagen haben wir netto Abhebungen, an manchen Tagen haben wir netto Einlagen. Business as usual für uns. Ich denke tatsächlich, dass es sogar eine gute Idee ist, Abhebungen an jeder zentralisierten Exchange auf rotierender Basis zu stresstesten. Und auch der CEO von CryptoQuant, Kiyang Zhu, hat einen Tweet veröffentlicht, in dem er erklärte, dass er aktuell noch keine komischen oder außergewöhnlichen On-Chain-Aktivitäten über Binance beobachten konnte. Für heute war es das. Für alle, die es noch nicht getan haben, gerne noch diesen Kanal abonnieren. Und dann würde ich aber sagen, sehen wir uns morgen wieder.